Friday morning und das Auto erstmal ummelden. Okay, Auto doch nicht ummelden, weil die sind Akku und sagen nur auf Termin. Das war halt auch mal anders, aber man wird älter und man informiert sich auch nicht mehr ausreichend. Und wenn du dumm bist, dann musst du hart sein. Sometime you'll win, sometime you'll lose. Es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Deswegen fahren wir jetzt ins Gym und machen erstmal ein B1-Training. Kreuzheben, let's go. Ich habe auch zwei kleine Updates. Erstmal werde ich Kreuzheben mit Straps. Einfach, Griffkraft ist nicht das Problem. Aber einfach, um Disbalancen entgegenzuwirken, um einfach ein bisschen sauberer deadliften zu können und auch meine Schulter ein bisschen zu entlasten. Die rechte, die macht halt ein bisschen Probleme. Und Nummer zwei, ich habe meinen Protein-Intake nach unten angepasst. Ich esse jetzt 130 Gramm nur noch. Das ist genau 1,6 Mal mein Trockengewicht. Und ich habe festgestellt, darauf halt ziemlich gut klarzukommen. Also immer, wenn ich die Tage hatte, an denen ich ein bisschen weniger Protein gegessen habe, auch nicht geplant halt, also nicht die 160, also die Folgetage, habe ich festgestellt, dass es mir irgendwie besser geht. Ich bin irgendwie leistungsfähiger. Irgendwas ist geiler, I don't know. Und um das jetzt mal zu überprüfen, werde ich auch ein bisschen die Proteins auf 130 schieben und die so essen und mal schauen, was so mit mir passiert. Hello Motherfucker, willkommen im Voiceover, das erste in, ich glaube, diesem Jahr. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte gemacht habe, schon ziemlich lange her. Auf jeden Fall bin ich hier beim Warm-up für die Deadlifts, das sind, ich glaube, ja, 140 Kilogrammchen und die Liquid Chalk dafür noch. Beides im, oder beziehungsweise im doppelten Obergriff möchte ich jetzt gerne für die Zukunft verfahren, weil mir aufgefallen ist, dass ich halt immer ein paar Probleme bekomme in der Ausführung. Hier jetzt auch mit Straps bei dem Arbeitsgewicht von 165 Kilo im 6x6, eigentlich ja 10x6, aber am Week und deswegen 6x6. Ja genau, weil mir auch selbst aufgefallen ist, dass ich Probleme habe, meine Arme durchzustrecken. Das sieht man hier auch leicht, dass ich echt so ein bisschen dazu neige, die einzuknicken. Also die Last auf dem Bizeps halt sehr hoch ist dann und ich bin den Bizeps halt ungern abreißen will. Jetzt macht es vielleicht noch nicht so viele Probleme, aber besonders wenn ich mal die Workouts habe mit den sehr hohen Intensitäten und man sehr viel Gewicht zieht, da ist es halt einfach wichtig, dass man die Ausführung vernünftig reinbekommt. Und es ist auch echt lange her, den richtigen Sound mal gehört zu haben. Es ist eigentlich ziemlich laut in dem Gym, wenn ich das Gewicht immer so drop. Aber that's it. Ihr wisst, die negative kann getrost vergessen werden. Shoutouts an Lars von Lift You Up, der dazu gute Videos hat. By the way, ich habe mir vorher auch nochmal das Tutorial von Lars reingezogen von Lift You Up. Das ist hier oben dann in der Infobox gerade mal verlinkt. Da könnt ihr nochmal reinschauen und euch ein bisschen was abgucken. Ansonsten ist halt immer so ein bisschen so ein Prozess. Man wird halt besser in den Deadlifts, aber irgendwie ist man nie da, wo man so hin will. Aber solange der Trend nach oben geht und nach vorne geht, läuft es ganz gut. Das ist jetzt der letzte Satz, den ich aufgenommen habe. Wie gesagt, 6x6 ging easy von der Hand. Ist, wie gesagt, auch nicht das Problem. Und es läuft. Hier sieht man so ein bisschen so die Lat Activation und diese Innenrotation des Armes, die ich nicht so wirklich mitnehme. Das sind so Sachen, die fallen dann meistens dann auf Video, die man dann für die nächsten Male ändern kann, anpassen kann. Dafür, dass ich am doppelten Obergriff hebe mit den Straps, mache ich immer noch im Anschluss, wenn ich das Gewicht abbaue, ein, zwei Sätze so Unterarm-Curls, Curls for the Girls, die sieht man jetzt hier auch. Die mache ich einfach so, damit ich halt die Griffkraft nicht verliere erstmal. Ich habe da eigentlich nicht so wirklich Angst vor, aber weil ich halt ansonsten die Muskulatur halt wenig benutze, mache ich sie halt extra nochmal mit zwei Sätzen. Also im Anschluss kommen auch nur noch Push-Übungen, deswegen beeinträchtige mich das dann auch nicht mehr, dass ich die Griffkraft da ein bisschen überstrapaziere.
Dann die Military Press, und da fällt mir besonders auf, dass ich einfach nicht mobil bin am oberen Rücken, im hinteren Rücken, im Nacken. Das ist immer sehr hart, sehr steif. Das ist auch absolut nicht neu, nichts Neues für mich. Ich struggle da schon ewig mit. Aber da ich echt immer noch nicht ausreichend Fokus auf die Mobility lege, des oberen Rückens, auch für die Schulter, sieht man hier halt auch, dass ich nicht so wirklich, im Lockout habe ich halt Probleme einfach. Ich drück's halt einfach nur stumpf nach oben, wobei man halt noch so mit Rotation ein bisschen eine richtige Endposition erreichen könnte. Naja, muss ich dran arbeiten, aber ansonsten sehr geile Übung, 6x6 mit 60 Kilo, also ganz basic. Dann kommen wir zum Schrägbankdrücken, wo ich halt echt eine krasse Niete bin. Da sind es jetzt 80 Kilo und ich habe diese kleinen Mini-Plates dazu getan, weil mir jemand gesagt hat, dass diese Bar mit der Mittelhandlung nur 17,5 Kilo wiegt. Yeah, bro. Deshalb jetzt diese 2,5 Kilo hinzugefügt, sodass ich auch tatsächlich auf 20 Kilo Bar komme, plus 60 Kilo Gewicht sind natürlich dann die 80 Kilo. Und ich struggle, das ist der dritte Satz. Ich hatte ja vorher noch nie 4x8 voll gekriegt, immer nur so 3x8 und 1x6 oder so. Aber hier habe ich es tatsächlich geschafft, obwohl ich diesen quasi Double Progress gemacht habe, weil das, was vorher meiner Meinung nach 80 Kilo waren, waren ja nur 77,5. Jetzt sind es tatsächlich 80 und ich habe tatsächlich alles voll bekommen. Keine Ahnung wieso, aber es hat halt gut geklappt. Eine Übung, die mir mittlerweile auch relativ gut gefällt, obwohl ich halt richtig schwach bin und ich sie eigentlich deswegen hassen müsste, wegen Ego, wegen Reasons. Was soll's. Macht doch irgendwie Spaß und der Progress mit der Zeit. Wenn er sich dann einstellt, dann ist man irgendwie auch glücklich und kann die weiterfahren. Also ich bin glücklich mit dem Push-lastigen Tag und mit diesen Übungen. Basic Seitheben, 4x12 mit 15 Kilos. Ich habe sie im Sitzen gemacht, ich habe sie im Stehen gemacht. Ich bin jetzt wieder dazu, sie im Stehen zu machen. Ich finde es einfach irgendwie geiler. Natürlich sieht man mich ein bisschen wippen und ein bisschen so. Aber ich habe das Gefühl, die Schulter mehr zu treffen. Nicht, dass das relevant wäre. Aber es fühlt sich aber besser an und dann macht es mehr Spaß. Und dann macht man sie auch lieber und freut sich drauf. Das ist jetzt mein Skullcrusher-Ersatz. Die Pushdowns, ganz basic am Seil. Ich wollte gerne eigentlich was über Kopf machen, aber da ist halt immer der Ellbogen dann ein bisschen das Problem. Hier habe ich absolut gar keine Probleme. Und bewegt da jetzt, ich weiß nicht, irgendwie 30 Kilo auf diesem Turm, keine Ahnung, für 4 Sätze, 10 Wiederholungen. Hab dann auch noch ein bisschen Bauch gemacht. Ach nee, das darf ich gar nicht spoilern, das habe ich schon gesagt. Seht ihr gleich. Wir sehen uns. Bleibt dran. Der Vlog dauert noch lang genug. Peace. Das war das Training. Ich glaube, ich habe ja auch schon im Voiceover alles erzählt. Das Voiceover mache ich nämlich erst, wenn ich zu Hause bin. Also habe ich es jetzt noch gar nicht gemacht. Also ihr habt es jetzt gehört, aber ich noch nicht. Und ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Deswegen muss ich antizipieren. Ich fahre jetzt nach Hause und mache mir was zu essen. Ich weiß auch noch nicht was. Das werdet ihr aber trotzdem gleich sehen. Des Weiteren, was nicht auf Video war, ist, dass ich ein bisschen Bauch gemacht habe gerade noch. An dieser App-Machine, wo man sich so reinhängt mit so einem Gurt und so. Gib ihn. Da habe ich so 3x10 gemacht mit irgendwie 70, 75 Kilo. War schon relativ schwer. Aber der Bauch ist ja auch ein ganz normaler Muskel wie alle anderen auch. Den trainiert man auch wie alle anderen auch. Es gibt keinen Grund, da jetzt irgendwie auf die Idee zu kommen, 20 Wiederholungen zu machen in so und so viel Sätzen mit leichtem Gewicht, ausbrennen, dies, das. Bist du behindert? By the way, generell Research, also dass wir sowas zum Beispiel, dass das nichts bringt, das ist schon wissenschaftlich übelst lange belegt. Also schon seit Jahrtausendwende ungefähr. Und im Bodybuilding, es ist halt so extrem langsam, dass dieser Informationsfluss stattfindet, weil alles so dogmatisch, fest geprägt ist, wie in der Religion, die sich nicht aufbrechen lässt und verändern lässt. Und du bist jetzt jung und du kannst diesen Paradigmenwechsel mit nach vorne treiben. Und das macht ihr ja auch schon, wenn ihr YouTube guckt und wenn ihr meinen Channel guckt. Ihr bildet euch weiter und versucht dann das auch besser zu machen, was ihr, indem ihr euch weitergebildet habt. Seit BroZap, beziehungsweise schon vorher, aber so wirklich medienwirksam wurde es ja erst dadurch, ist zum Beispiel dieses kleinere Splitten berühmt geworden. OKUK-Split, Push-Pro-Beine-Split. Davor haben die Leute auch noch 5er-Splits gemacht. Und jetzt bin ich auch sehr glücklich darüber, dass relativ viele auch schon Ganzkörper-Splits machen. Naja, whatever. Ich fahre jetzt, mach mir was zu essen und gönn mir. Gönn du dir auch. Let's gönn. By the way, auch ohne Scheiß, ihr seht da ein Polizeiauto, ne? Da kam gerade echt zur Polizei rein und hat erstmal direkt in die Umkleide, so zwei Polizeifrauen und ein Mann, und haben erstmal gesagt, mach den Schrank auf hier, Nummer 124 und bla. Können wir rausfinden, wen der gehört, und ging voll ab. Ich bin also zwischendurch rausgegangen. Auf Snapchat habt ihr es vielleicht verfolgen können, da habe ich es gezeigt. Also Pascal21 Euro auf Snapchat. Manchmal, diese lohnt sich, aber Ghetto Fitix regelt. Let's go. Mich würde echt mal interessieren, was die Polizei da wollte.
So, die gingen dann danach noch an den Schalter und so, da waren ja auch FedEx-Mitarbeiter dabei und haben dann so, die haben denen dann gezeigt, wer den Schrank als letztes benutzt hat und haben auch so ein kleines Bild gezeigt. Die haben ja so Bilder von den Mitgliedern. Snitch FedEx. Die haben erstmal dick gesnitcht. Auf jeden Fall war die Polizei unglücklich, weil die konnten auf dem kleinen Bild halt nicht wirklich viel erkennen. So. Also, das ist natürlich sehr interessant. Ihr könnt gerne mal spekulieren in den Kommentaren, was da so vielleicht abging. Vielleicht hat er da so Drogen gebunkert, vielleicht war da ein Bomben. Ein Terrorist hat eine Bombe da reingetan. Vielleicht war auch ein Pferd da drin, man weiß es nicht, man munkelt noch. Wetter regelt auch schon wieder 100%. Oh, ist ja noch Freitag, ist ja noch Wochenende, let's rain. Da bin ich nochmal, bevor es jetzt das Essen gibt. Und zwar möchte ich noch über eine ganz geile Sache reden, die mich seit ein bisschen länger schon stresst, ich mir darüber Gedanken mache, hin und her denke. Jetzt habe ich mich vor kurzem mal dazu entschlossen, mir mal ein bisschen die Literatur dahinter reinzuziehen und ein bisschen Research zu machen. Und ich habe folgendes Ergebnis. E ist gleich MC Quadrat. Nein, Spaß. Es geht darum, warum ist es so schwierig für Leute, die aus bildungsfernen Umfeldern kommen, aufzusteigen, obwohl wir doch in Deutschland Chancengleichheit haben. Also du hast eine soziale Durchlässigkeit gegeben. Du kannst von unten nach ganz oben durchwandern und du hast dafür die Ressourcen. Du kannst dir zum Beispiel zum BAföG-Amt gehen, BAföG holen, du kannst dir irgendwie Hilfe holen, sonst was. Aber warum ist es dann trotzdem so schwierig für bildungsferne Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene nach oben hin dann am Ende auch durchzukommen? Und das ist natürlich was, was mich besonders interessiert, weil, wie ihr wisst, komme ich aus dem bildungsfernsten Umfeld ever. Ich habe früher bei Edeka in der Neustadt Orangen geklaut, um was zu essen zu haben, wenn ich draußen war, so wenn ich den ganzen Tag unterwegs war. No joke, Finn, du weißt. So, jetzt habe ich mir dazu mal die Literatur angeschaut und geguckt, was könnten da so die Ursachen sein. Und was sich zeigt, ist, der entscheidende Faktor, der fehlt bei Menschen aus dem bildungsfernen Umfeld, ist dieses Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Und ich hatte schon viele Videos gemacht, in denen ich über diese Selbstwirksamkeit geredet habe. Und ich möchte, dass auch der Letzte versteht, warum das so verdammte Scheiße wichtig ist. Weil das die moderierende Variable ist für deinen Erfolg im Leben. Und für den Erfolg meine ich nicht nur, du wirst irgendwie geil oder so, sondern du wirst auch glücklicher. Wenn du dir endlich vertraust, auf deine Fähigkeiten vertraust und daran glaubst, dass du es schaffen kannst. Und ich möchte euch jetzt am Beispiel von Pascal Zuma aufzeigen, warum das so schwierig ist. Also wir wissen ja nun schon aus diversen Studien, dass für selbstständige Leute die Selbstwirksamkeit die moderierende Variable für deren Erfolg ist. Woran liegt das? Für einen Selbstständigen gibt es kein bestimmtes Skillset, was er sich nehmen kann und anwenden kann und das zeigt dann auch, wie gut er ist. Sondern jemand, der selbstständig ist, lebt von seinem Drive, von dem, wie hart er es will. Und dann wird er sich nämlich dazu entscheiden, zu lernen, besser zu werden, sich Skills anzueignen, um für diesen kleinen Bereich, in dem er erfolgreich sein möchte, dann erfolgreich zu sein. Und im Studium ist es jetzt ähnlich. Also ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel, dass man sagt, die soziale Durchlässigkeit von der Schwelle, dass man zum Studieren geht nach der Schule. Dass man halt sagt, ich mache keine Ausbildung oder ich mache nicht dies, ich gehe studieren. Erstmal für Leute aus dem bildungsfernen Umfeld ist es schwierig zu verstehen, dass man Schulden macht als Investition. Also du musst natürlich viel Geld bezahlen, du machst Schulden. Die meisten, so wie ich auch, müssen sich einen Bildungskredit noch zum BAföG hinzuholen und gehen dann aus dem Studium mit einem Schuldenberg, den man dann erstmal abarbeiten muss. Und da muss erstmal das Bewusstsein geschaffen werden, dass dieser Schuldenberg eine Investition in die Zukunft ist. Eine Investition da rein, mehr Geld später verdienen zu können, besser leben zu können. Das war zum Beispiel für mich eine sehr schwierige Sache, weil meine Eltern beispielsweise, die waren genau in die andere Richtung. Das war so, Schulden machen so jung, dass nein, mach doch lieber eine solide Ausbildung, wenn du, ich habe sowieso damals nur rumgegammelt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war halt nicht viel Vertrauen in meine Fähigkeiten da, zu sagen so, hey, geh studieren, du schaffst das. Das hat mir niemand gesagt. Niemand hat mir überhaupt gesagt, tu irgendwas. Das Einzige, was ich immer nur zurückgespiegelt bekommen habe, ist, du bist scheiße und du interessierst dich für gar nichts und dir ist alles scheißegal. Von Lehrern, von random anderen Erwachsenen, von allen Leuten in meinem Leben. Und auf dieser Basis zu sagen, hey, doch, ich glaube an mich, ich glaube, ich kann studieren. Das ist not easy. Und ich musste viel Zeit und Arbeit aufwenden, erstmal dieses Selbstbewusstsein zu schaffen, zu sagen, klar kann ich das. Wenn ich mir das Ziel setze, dann kann ich alles schaffen. Das ist halt das, was das Bodybuilding mir wiedergespiegelt hat, dass ich angreifen kann, weiterkommen kann und selber in der Hand habe, was ich aus meinem Leben mache. Und auf mich vertrauen kann, etwas schaffen zu können. Also jetzt glaubst du daran, dass du es schaffen kannst. Du verstehst, dass Schulden zu machen in jungen Jahren, was für jemanden, der aus einem bildungsfernen Umfeld kommt, natürlich klar ist, weil seine Eltern ja nicht genug Geld haben, um ihn zu unterstützen. Schulden zu machen als Investition zu verstehen. Und dann aber noch den Glauben an dich zu haben, zu sagen, ich kann das alles schaffen. Und ich habe euch schon mal gesagt, für mich war es auch so, ich wusste nicht, kann ich irgendwie Statistik, weil ich bin ein Idiot in Mathe gewesen, schon immer. Und ich habe mir halt gedacht, Pascal, wenn du es nicht kannst, dann lernst du es. Und
du kannst es verdammt nochmal lernen. Was bringt es mir, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich kann es nicht lernen und ich gebe auf? Was wird dann noch im Leben passieren, wenn andere Sachen auf euch zukommen, wenn andere Probleme auf euch zukommen? Werdet ihr dann auch sagen, ich kann es nicht? Bro, wenn das deine Meinung ist, dann leg dich sofort ins Grab und chill nicht mehr auf dieser Welt, weil du bist einfach unnötig dann. Okay, es war jetzt ein bisschen hart, du bist nicht unnötig, du bist auch wunderschön. Aber es ist halt gleichsam zu sagen, pff, das ist mir zu schwer und ich möchte nicht leben mit dem, das Leben ablehnen an sich und sagen, ich weiß nicht, was ich mir vom Leben erwarten will. Irgendwie will ich da so, ich kann auch glücklich sein und whatever. Ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Was ich sagen wollte ist, wenn du dir die Frage stellst, kann ich das schaffen und du sie mit Nein beantwortest, dann check yourself und bring dich dazu, diese Frage mit Ja zu beantworten, denn du kannst das schaffen. Natürlich nur im Kontext von eine Leistung, die du dann auch tatsächlich erreichen kannst. Du kannst halt nicht fliegen. Also da gehört natürlich eine gewisse Portion Realismus hinzu. Wir waren ja bei dem Thema sozialer Aufstieg und diese mentale Chancengleichheit. Und die ist nun mal einfach nicht gegeben, weil jemand aus dem bildungsfernen Umfeld einfach nicht an sich glaubt und nicht daran glaubt, dass er sowas schaffen kann. Weil er auch gar keine Ahnung davon hat. Und ich wollte mich als Beispiel bringen und sagen, an mich hat niemand geglaubt. Aber ich habe mich dazu entschlossen, fuck it, wenn ich jetzt sage, dann werde ich es wohl niemals schaffen, dann kann ich mich auch in mein Grab legen und chillen, weil egal was noch in meinem Leben auf mich zukommt und ich werde dann einfach sagen, ich werde es nicht schaffen, dann wofür lebst du dann? Einfach nur zu konsumieren, konsumieren, konsumieren und auf deinen Tod zu warten? Das kann nicht alles sein. Also wenn du dich jetzt gerade fragst, du bist vielleicht nach dem Master und sagst dir, Doktor zu machen, das ist ziemlich schwer, ich traue mir das nicht zu, vielleicht ist doch was anderes besser für dich, dann trau es dir zu. Wenn du dann für dich entscheidest, dass es nicht das Richtige für dich ist, ist das was völlig anderes. Aber trau es dir verdammt nochmal zu. Trau dir alles zu, was du dir in den Kopf setzt. Und wenn du es dir nicht zutraust, dann fass es gar nicht erst an. Genau dieselbe Geschichte mit Progress im Gym machen. Die psychologische Komponente ist einfach die wichtigste, diese Selbstwirksamkeit. Wenn du dich unter ein Gewicht legst und dir vorstellst, oh, das könnte jetzt schwer werden, dann wirst du es nicht drücken. Und wenn du es dann schaffst, es doch zu drücken, dann war es doch nicht schwer genug. Ich würde mich niemals unter ein One-Rep-Max stellen, von dem ich nicht überzeugt bin, dass ich es schaffen kann. Und überzeugt sein heißt nicht, oh, ich werde das jetzt schaffen, ich glaube, dass ich das schaffen kann, klatsche mal bitte einer, damit ich motiviert bin. Es gibt keine Frage. Dieses Gewicht wird jetzt bewegt. Oder ich sterbe. Und das ist natürlich jetzt die Ideologie dahinter. Aber ihr könnt das natürlich auf jede Lebenssituation betrachten. Ihr habt vielleicht ein Vorstellungsgespräch. Leute, ihr seid Menschen. Ihr könnt vernünftig denken. Was sollte dir in diesem Gespräch passieren? Was kann dir passieren? Du bist ein Mensch und dir gegenüber sitzt ein Mensch. Ein Mensch kann dir nicht mehr antun, als du einem Menschen antun kannst. Es können dumme Fragen kommen, dann kannst du dich darüber aufregen. Ich arbeite zufälligerweise im Personal und alles, was ich von dir erwarte in einem Bewerbungsgespräch und die meisten anderen auch, ist einfach du zu sein. Und wenn du nicht auf die Stelle passt, dann hat das gar nichts mit dir als Person zu tun, also mit deiner Persönlichkeit. Du bist nicht schlecht oder besser, du passt halt nur nicht auf diese Stelle. Und das ist völlig in Ordnung. Man sucht einfach vielleicht jemand anderen. Das ist fürs Unternehmen gut und es ist für dich gut, weil du einfach nicht glücklich wärst auf dieser Stelle eventuell. Hab Mut dazu, ihr selbst zu sein. Schaut nicht, das würde ich gern sein und versucht euch so zu benehmen, sondern wachst dahin, das zu sein. Fuck, jetzt habe ich viel zu viel geredet. Das Video ist viel zu lang. Ich wollte euch zum Vlog machen. Wollte euch noch zeigen, was ich jetzt esse. Egal, ich zeige euch einfach, was ich esse. Habt ihr schon meine Pepperonis gesehen? Fuck, sind die heftig groß geworden, oder? Ihr könnt alles schaffen, ihr müsst nur an euch glauben. Oh shit, richtig geile Serie. Nick über diese Art sein und so, 19. Jahrhundert und schwarz und Racism und ist eine geile Serie. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Whey, das muss ich noch aufbrauchen. Ich habe auch tatsächlich dann keins mehr, ich muss irgendwie mal Neues besorgen. Als Poor-YouTuber, vielleicht schaut das ja irgendwie ein Vertreter von eigener Firma, dann schick mir mal ein bisschen was, bitte, danke. 14 Gramm, das ist halt, what the fuck, scheiße. Naja, man kann ja nicht alles haben, aber was man haben kann, ist fettarme Milch. Und die muss ich jetzt mal, oh shit, öffnen. Milchprodukte in der Diät, ja, ich verstehe die Frage nicht. So, da kommen jetzt 350 rein, also müssen da jetzt gleich 375 stehen. Fuck, auf Kamera gucken und auf, ich weiß nicht, worauf ich gucken soll. So, 304, fuck, egal. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, warum solltest du unterscheiden? Also, warum keine Milchprodukte in der Diät? Man kann natürlich sagen, wenn ich Verdauungsprobleme habe davon oder sonst etwas, die wegzulassen. Ich selbst esse zum Beispiel auch nur sehr wenig Milchprodukte in der Diät, aber einfach aus Präferenz. Ich esse natürlich mal so Magerquark oder so, wenn ich halt noch Proteins brauche. Es gibt aber keinen Grund zu sagen, per se nicht, das ist Gift für deinen Körper, das ist scheiße, das ist alles Bullshit, Freunde, und historisch gewachsen und gehört in die Schublade Bro Science hier rein und dann ganz weit da hinten da so, dahinter gehört das rein und dann macht ihr den zu und dann ignoriert ihr den Shit. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was da noch so ganz hinten drin ist. Ich guck mal kurz, ich fühle mal kurz. Ah, keine Carbs nach 18 Uhr ist da auch drin. Berechtigte Frage, warum mache ich mir überhaupt so einen Shake? Deswegen! Oh mein Gott, die sind so geil.
Bitte einmal 100 Gramm. 100 Gramm bitte. 101, beste Marke. Das war voll wie in der Werbung, oder? So aus, direkt aus dem Plastik, aus der Pappe raus. Ja, da ist die Tüte drin. So, und jetzt kommt dieses Shake da rein. Oh shit, oh shit. Und dann ist das mein Post-Workout-Meal. Cause shit just got real. So, das gönne ich mir jetzt. Das war ja mal ein etwas anderes Video von Pascal Su. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Vlog-Stil und zwischendurch ein bisschen Knowledge gedroppt. Und fuck, ich musste mit diesem Englisch-Kram aufhören, weil sonst werde ich ja totgehatet im Internet. Hate me, kommt mit den Mistgabeln. I don't give a shit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Pascal Su Bodybuilding, checking out. Peace, bro.